So, meine Freunde, es ist soweit. Wir haben fünfmal verloren und jetzt seht ihr mich in Webcam. Servus. Und zwar werde ich jetzt mein echtes Deck einbauen. Das habe ich hier bei mir. Und ich werde euch die Karten in den Bildschirm reinzeigen. Und dann werden wir jede einzelne Karte eintragen. Moment, ich tue jetzt mal sie raus. Ich habe dann nämlich mehrere Decks. So, ich glaube, das war's. So, erst einmal, ich habe jetzt Sheets eingegeben. Wir haben jetzt alle Karten. Seht ihr hier? Alle von A bis Sure. Und jetzt können wir auch mein Deck eintragen. So, erst einmal müssen wir unser Deck löschen. Zack. Gut, die erste Karte, die ich hier habe, ist Baso der Seelenfresser. Gut, Baso hat ist vom Typ Erde. Deswegen Erde, hat Stufe 4, 1 bis 4. Jetzt müssen wir suchen. BA, oh, Musik ist gar nicht drin, fällt mir gerade auf. So. BAB, Baso ist hier, sehr schön. So, ist die erste, die legen wir jetzt weg. Die zweite ist Helios Duo Megistus. Gut, das ist vom Typ her Licht. Also erst einmal die Stufe, 5 bis 6. Vom Typ Licht. Und Helios. Helios, Helios. Hier ist Helios, genau, tun wir die auch weg. Die nächste ist Chaos Walter Gustav. Ist vom Typ her Wind. Wind, Wind, Wind. 1 bis 4 Wind. Ja, wo ist sie denn? Ich sehe es hier aus der Entfernung nicht so gut. Chaosreiter Gustav hier. Sehr schön. Die nächste ist Helios, die ursprüngliche Sonne. Gut, da gehen wir jetzt hier auf Verwandt. Also hier, Verwandt. Moment. Doppelklick. Hier sind dann die verwandten Karten. Nehmen wir dann Helios. Und ich habe auch den Trismegistus. Den tun wir auch gleich rein. Moment. Den suche ich gerade. Der ist hier, genau. Helios Trismegistus. Und was ist die nächste? Seelenübernahme. Das ist eine Zauberkarte, die dauerhaft ist. Löschen wir mal alles, so. Dauerhaft und erhöht die Lebenspunkte. Das ist die hier, super. Die nächste ist die Grenze. Ist auch wieder dauerhafte Zauberkarte. Allerdings blockiert die Angriffe. So, mal schauen. Ja, die wird hier nicht angezeigt. Dann lösche ich es erst einmal. Und mach mal hier wieder. Die Grenze. Hier ist sie, genau. Die nächste ist Mauer des einhüllenden Lichts. Die kennen wir ja. Hier ist eine Falle. Und die ist, darf man nur einmal im Deck haben. Die ist hier, genau. So. Die nächste ist eine Ausrüstungszauberkarte, nämlich DDR-Meister. Brücke aus der anderen Dimension, genau. So, ist eine Ausrüstungszauberkarte. Müssten wir hier eigentlich finden. C, D, wo ist D, D? Hier ist sie, genau. So, die nächste ist die Überlebende. Weiß nicht, weiß ja nicht, ob ihr sie sehen könnt. Ich sehe es hier nur grob bei der Webcam dran. Ne? 1 bis 4 ist vom Typ Finsternis. Aber machen wir erstmal alles weg. 1 bis 4. Finsternis. Na, wo ist sie denn? Wo ist DDR? Wo ist DDR? Die Dark Dragon. Moment, ich sortiere sie. Ich mach mal weiter. Machen wir mal die Effektmonster. Achso, die sind jetzt hier. Da muss ich zuerst nach alphabetisch sortieren. DDR, 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 hier ist DDR, DDR meine ich. Gut, die nächste ist Verbanner des Strahlens. Na, hier ist sie, genau. Spiegelt ein bisschen, aber ich glaube, ihr müsst es sehen können. Ist vom Typ her, ja, Stufe 3 hat's.
und vom Typ Licht. So, wo ist sie jetzt? Hier ist sie, genau. Gut, dann haben wir hier einen Dimensionsalchemist. Ist vom Typ her Licht wieder, also hat allerdings nur Stufe 4. Ups, machen wir mal das 1 bisschen weg, sondern Stufe 4 so. Hier ist sie auch schon, genau. Gut, ich weiß nicht, ob die Karte im Spiel drin ist, aber die nächste ist metallisch reflektierender Schleim. Dauerhafte Falle. Also es sind ein paar Karten in meinem Deck drin, die sind hier in diesem Spiel gar nicht einprogrammiert worden. Die werde ich dann einfach durch ähnliche Karten ersetzen. So, hier ist sie, genau. Die hat man auch. Die nächste ist eine, die man nur einmal im Deck haben darf. Rückkehr aus der anderen Dimension. So. Zack. Die ist hier, genau. Noch eine Karte, Verlockung der Finsternis. Moment, mache ich mal wieder alphabetisch. So. Zack. Ich weiß nicht, im Englischen hat es glaube ich einen anderen Namen, aber ich gehe mal davon aus, dass es... Warte, machen wir es mal so. Karten ziehen. Muss mal genau hinschauen. Ja, genau hier ist sie. Genau die erste. So, eine meiner Lieblingskarten. Goldsarkophag. Was mal wieder so ist. Eine normale Zauberkarte. Und die darf man nur zweimal im Deck haben. Oder doch nur einmal in diesem Spiel, naja, okay. Gut, dann haben wir hier eine verbotene. Ich weiß nicht, warum sie verboten ist, aber die werden wahrscheinlich jeder von euch kennen. Topf der Gier. So, wo ist sie denn? Die ist gleich hier. Dann haben wir hier ein Daily-Spielflugzeug. Stufe 2. Zack, die Spielflugzeug. Na, wo bist du denn? Ja, die kann ich auch reintun, die habe ich ja im Deck. Morphing Shoe darf man auch nur einmal im Deck haben. Und zwar habe ich die hier, genau. So, die Speerflugzeug. Wo bist du denn? Stufe 2, Finsternis. Die habe ich, glaube ich, zweimal im Deck, kann das sein? Ah ja, ich habe hier noch einen Duty-Überlebenden. Den muss ich auch noch reinmachen. Und einen Basu. Na, wo ist denn die Speerflugzeug? Ich habe doch noch mehr als einen, oder? Tatsache, ich habe nur einen. Lol. Na gut, ist die nächste, die eine meiner Lieblingskarten. Blitzeinschlag! Blitzeinschlag ganz leicht eigentlich zu finden. Na, wo ist sie denn? Blitzeinschlag ganz leicht zu finden, na, wo ist sie denn? Lol. B, 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 wo ist B? Ach, warte, sind wir wieder nicht mehr. So, Blitzeinschlag. Na, wo ist sie denn? B, C ist zu weit. Warte, die heißt ja im Englischen anders, ne? Oh Gott, jetzt muss ich da suchen. Der schwere Sturm tue ich auch rein, die habe ich auch drin, die zeige ich euch gleich. Die ist hier. Na, hier, ja, genau. So, jetzt ist die Frage, wo ist Blitzeinschlag? Lol. Ah, hier ist sie, sehr schön. Gut, dann noch eine. Ich weiß nicht, ob sie ja besonders gut ist, die habe ich mir neulich reingetan. Dimensionskrug. Stufe 2, Finsternis wieder. Bis jetzt habe ich nicht so atemberaubende Karten, fragt ihr euch, ne? Aber es hat schon einen Zusammenhang, mein Deck. Ja, wo ist sie denn? Dimensions... Ach ja, die einzelnen Kartennamen werde ich euch in der Beschreibung angeben, falls ihr mein Deck nachbauen wollt. So. hier ist, passt ja. Perfekt. So, dann haben wir hier einen weiteren, die Überlebenden. Den habe ich vergessen vorhin reinzutun. Das ist ganz leicht, Stufe 4. Finsternis. Na, wo ist er denn? Defender. die. Hier, sehr schön. Und jetzt mein Tributmonster. Kaios, der Schattenmonarch. Stufe 6. Na, Stufe 6, wo bist du hier? Oh, ja, Stufe 6 ist es, passt ja. C, Kaios, hier passt ja, sehr schön. Zack.
Hier haben wir wieder einen Basu. Den habe ich vergessen vorhin reinzutun. Stufe 4 hat er. BBB, Basu, 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 Basu. Na, wo ist Basu? Basu, Basu des Seelenfetzack. Na. Achso, ist vom Typ Erde, nicht Finsternis, ne? Okay. Beta, Basu, Basu, ne? Basu. B ist auch Basu. Hier perfekt, passt ja. So, dann eine Feinkarte wieder. Schicksalsschlag. Die Fälschung, oder? Ne, das ist original. Schicksalsschlag heißt im Englischen anders. Mal schauen. Return Card Destruction. Von. Ich suche jetzt nach aus dem Spiel entfernen. Na egal, die werden wir schon finden. So viele Karten gibt es hier in dem Spiel nicht. Schicksalsschlag, was heißt Schicksalsschlag auf Englisch? Was heißt Schicksalsschlag? Ja, wo ist sie denn? Ja, Spiegelkraft habe ich auch in meinem Deck. Kann ich euch gleich zeigen. Hier ist sie. Zack. Nein, lassen wir mal Schicksalsschlag draußen. Die tun wir uns später rein. So, dann habe ich eine Karte, die Englisch ist. Chaos End. Moment, sie ist hier. Ist auf Englisch. Englischer Name, ich weiß nicht, ob du das sehen könntest, ist ein bisschen dunkel. Chaos End. Na, wo ist er denn? Chaos Ende. Na, wo ist Chaos Ende? Chaos Ende, hallo, Chaos Ende. Hier ist sie, sehr schön. So, dann einer meiner stärksten Karten. Hat nur Stufe 3. Gwen Marshall der Aether. Hatte meine Angriffskraft von 12.000. So, ist Stufe 3. Ja, nicht 3, sind nicht 4, sondern 3, so vom Typ her Feuer. Na, Gwen Marshall der Aether. Okay, dann einer meiner besten Karten in meinem Deck. Gesicht des Todes. Stufe 4. Ja, kann ich eigentlich sortieren, die darf man nur einmal im Deck haben. Oder in dem Spiel ist es zweimal, weiß gar nicht. Na, wo ist es denn? Einmal, ja, hier ist sie, genau. Ha, zweimal ist ja geil. Gut, dann haben wir hier einen Seelenerlöser. Also ich weiß nicht, ob der Sound gerade mit meinem Video von der Webcam zusammenpasst. Ich habe es mal getestet und es passt gerade nicht, ne? Naja. Kann man, es wird so nachgesprochen. Hallöchen! Hallöchen! Uiuiui, wo ist Seelenübernahme? Hier ist sie. Seelenerlöser ist sie natürlich. Gut, Moment, ich sortiere mal kurz. Zack, zack. Dann habe ich hier Marco Kosmos. Einmal, zweimal, na, zweimal und dreimal im Deck. Sind dauerhafte Fallen. Das mache ich mal weg. Alphabetisch, alphabetisch. Hier bitte. Dankeschön. So. Na, Marco Kosmos heißt auf Englisch Marco Kosmos, ne? Ist ja ein Fremdwort. So, die hätten wir. Dann weiß ich nicht, ob ich die Karte reintun soll. Es ist räumlicher Einbruch. Räumlicher Einbruch. Wir sind ja schon bei dauerhafte Fallen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier ist sie, genau. Gut, dann habe ich hier noch einen DDM Meister aus der anderen Dimension. Stufe 5. Stufe 5, Stufe 5, hier ist es, genau, Stufe 5. Zack. Vom Typ her Licht. Na, hier ist er, genau, sehr schön.
Dann Klassiker, die kennen wir ja, die Karte. Zwangsevakuierungsgerät. So, Zwangsevakuierungsgerät. Was heißt das auf Englisch? Moment, ich mach mal mein Headset ein bisschen anders. So, jetzt. Ich glaube, ihr hört mir ein bisschen laut, ne? Naja, Switch back to hand heißt, ne? Back to hand. Remove card from play. Back to hand, ne? Wo ist back to hand? Back to hand! Oh, das ist die Return Card, ja. Ja, genau, hier ist die. Zwangsevakuierungsgerät, so. Eine Karte, die wahrscheinlich jeder von euch entdeckt hat. Mystischer Raumtaifun. So, zack. Ja, die hat man auch noch nicht. Morrowind Battle 2. So, hier ist sie. Darf man nur einmal im Deck haben. Fragt sich nur warum. Na, jetzt. Gut, dann eine verbotene. Aus dem Grund, weil man sich Exodia damit leicht holen kann. Freundliche Wohltat. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Zack. Zack. Ja, doch, passt sogar. So. Dann haben wir hier einen reißenden Tribut. Wenn wir so schon hier sind bei diesen Verbotenen. Darf man nur einmal im Deck haben. Zack. Und jetzt haben wir nicht mehr so viele. Jetzt habe ich noch drei Karten in meiner Hand. Eine davon ist Jäger im Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Bei mir ist es jetzt auch dunkel gerade. Ja, ich glaube, ihr müsst es schon sehen können. Stufe 4. Na, Stufe 4. Ja, passt ja auch schön. Ist vom Typ Finsternis. Ja, hier passt ja. Darf man auch nur einmal im Deck haben. Dann einmal die Dynamit, bitte. Die Dynamit, lol. Okay, mach mal wieder alphabetisch. Die Dynamit. Na, wo ist es denn? Hier ist sie, genau. Gut, dann eine verbotene Karte. Schwarzes Loch. Die ist hier, genau. Da ist sie, ja. Perfekt. Und dann hätten wir alle bis auf noch Schicksalsschlag, die wir noch vorhin nicht reingetan haben. Na, wo ist er denn? Ja, machen wir es erstmal so. Zack. Zack. So, ich gehe jetzt mal durch. Schicksalsschlag. Was heißt Schicksalsschlag auf Englisch? Was heißt Schicksalsschlag auf Englisch? Na, so viele Fallen gibt's hier ja nicht. Oh, ist mir zu weit, lol. Schicksalsschlag, hallo, ich such dich. Schicksalsschlag! Na, wo bist du denn? Ich glaube, das waren noch nicht alle. Ich habe noch eine, die mir gerade eingefallen ist. Na, wo ist denn Schicksalsschlag? Ha! Ja, was ist das? Dimensional Warp. Ah, okay. Ah, hier ist es, sehr schön. Gut, ich gehe nochmal durch. Weil ich glaube, ich schaue nochmal in meiner Box nach. Weil ich habe das Gefühl, das sind nicht alle Karten drin. Also. Ja, gut, das war mein Zweideck. Hier ist noch eine, ja, die ist auch von meinem Zweideck. Die auch. Naja, die sind von meinem Zweideck. Hab ich sie ja übersehen oder versehentlich weitergetan. Ich schaue nochmal nach einem goldenen Homunculus. Wenn nicht, dann habe ich sie verloren. Ah ja, hier ist sie. Habe ich sie rein?
Habe ich die rein oder will ich mir nur einen? Ja, ich habe goldener Homunculus nicht rein. Oh mein Gott. Goldener Homunculus. Homo. Goldener Homo. Zum Typ 5, glaube ich. Oder 6, weiß gar nicht. Na? Welche Stufe hast denn du? 6, okay. Zum Typ hier ist es Licht. Und hier ist er, genau. Gut, dann speichern wir es natürlich. Und zwar nehme ich das Deck, ja, ich nenne es Kevins Deck. Deck von Kevin LP. Nee, ist ein bisschen... Ich nenne es Shift Deck. Ist ja ein Shift Deck, ne? Shift Deck. So. Shift Deck. Und wir können es sogar benutzen. Ah, fuck. Was mach ich da? Shift Deck laden wir einfach mal. Zack. Jetzt ist der Name hier. Und zack. Und jetzt können wir es verwenden. Gut, dann habe ich mein Deck jetzt gespeichert. Jetzt habe ich nur ein Problem mit den Cheats. Und zwar funktioniert der Lebenspunkte auffrischen Cheat nicht. Dann werde ich einen anderen Cheat verwenden, nämlich den Siegescheat. Der müsste gehen, wenn nicht, dann machen wir es mal einfach so. So, dann machen wir im nächsten Part spielen wir mit meinem echten Deck. Dann aber diesmal wieder ohne Webcam. Bis dann, Servus!